ist das immer der Moment, wo man dann, wo derjenige gerade zu sehr mit sich beschäftigt ist. Und das sind genau die Momente, die wir eigentlich versuchen, so gut wie möglich zu vermeiden. Also dass man einfach sich so gut wie möglich auf alle anderen konzentriert. Mhm. Also anstatt auf sich selbst. Ja. Meistens immer, wenn man das macht, dann ist man gerade eigentlich nicht im Moment. Dann ist man, denkt man über sich nach, spiele ich jetzt gerade gut, soll ich nicht jetzt mal wieder was Schnelles spielen oder so. Das sind alles Gedanken, die eigentlich nichts mit der Musik und dem Moment und dem Austausch eigentlich zu tun haben. Und die versuchen wir so gut es geht immer wegzupacken. Und das gelingt einem mit mehr und mehr Erfahrung immer besser. Mhm. Ganz am Anfang ist man quasi in Gedanken und im Stress und man ist auf der Bühne und so, ne? Aufgeregt und solche Sachen. Und mit mehr und mehr Erfahrung und mehr Vertrauen auch zu der Band, mit der man spielt, und den Musikern und Vertrauen auch in sich selbst, kann man all diese Gedanken in den Hintergrund oder auch so ein bisschen so meditationsmäßig vorbeiziehen lassen. So, das kommt jetzt gerade zwar, aber ich höre einfach Robert weiter zu und ist kein Problem, ich bin immer noch bei ihm. Mhm. Das wäre jetzt gerade die Möglichkeit gewesen, quasi an mich wieder zu denken und mich abzukehren von der Musik. Aber ich lasse es vorbeiziehen und höre weiterhin Robert zu und Jonas zu und reagiere darauf. Mhm. Und damit bin ich in Kommunikation, auch wenn ich nicht spiele. Weißt du, also man kann auch in Kommunikation sein und im Austausch sein, wenn man nicht spielt. Genau wie man im Gespräch dann auch quasi, man wird was gefragt und man weiß aber gar nicht, was man sagen soll. Und dann ist es auch ganz gut, mal zu schweigen und einfach kurz drüber nachzudenken und diese Ruhe auszuhalten. Mhm. Ne? Und ist man jetzt noch unerfahren oder ist quasi nicht ganz entspannt, dann können diese Momente sehr stressig werden. Man denkt, ja, was ist los und so. Ne? Aber wenn man jemanden gut kennt, dann weiß man, der braucht gerade einen Moment. Ja. Oder der hat jetzt gerade nichts zu sagen. Wir brauchen jetzt auch nicht auf ihn warten, sondern wir machen einfach weiter.